Die Lichtreaktion oder Primärreaktion ist gemeinsam mit der Dunkelreaktion oder Sekundärreaktion ein Teilprozess der Photosynthese. Sie findet in pflanzlichen Zellen in den Chloroplasten statt. Voraussetzungen für die Lichtreaktion sind neben der Lichtenergie noch der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll und Wasser. Das Ziel der Lichtreaktion ist es, die Strahlungsenergie des Sonnenlichts in mehreren Reaktionsschritten in chemische Energie umzuwandeln. Die Lichtreaktion findet in der Thylakoidmembran der Chloroplasten statt, wo zu Beginn ein Wassermolekül in Sauerstoff, Wasserstoff und Elektronen gespalten wird. Der Sauerstoff wird anschließend an die Umwelt abgegeben und ein von der Spaltung des Wassers gewonnene Elektron wird durch die gespeicherte Lichtenergie im Enzymkomplex Photosystem I angehoben. Während das zuvor angehobene Elektron über mehrere Redox-Systeme zum Photosystem I transportiert wird, entsteht Energie, welche dafür genutzt wird, Elektronen in den Innenraum der Membran zu pumpen. Als nächstes werden NADP+, H+ und Ferredoxin zu NADPH plus H+. Zuletzt diffundieren die Elektronen, die zuvor in die Membran gepumpt wurden, durch die ATP-Synthase entlang ihres Konzentrationsgradienten wieder nach außen. Dadurch wird ADP freigesetzt, welches zu ATP wird. Die Dunkelreaktion der Photosynthese ist eng gekoppelt mit der Lichtreaktion, da sie die Endprodukte ATP und NADPH benötigt. CO2 wird durch das Enzym Rubisco als Akzeptormolekül an den Zuckerribulose-Bisphosphat addiert. Anschließend zerfällt die instabile Zwischenstufe in zwei Phosphoglycerinsäuremoleküle mit je 3 C-Atomen. Das aus der Lichtreaktion gewonnene ATP aktiviert sie zu Bisphosphoglycerinsäure, das heißt, Energie wird hinzugefügt. Das ebenfalls aus der Lichtreaktion gewonnene NADPH sorgt zunächst für die Reduktion von Bisphosphoglycerinsäure zu Phosphoglycerinaldehyd, abgekürzt PGA. Zuletzt entsteht aus PGA Glucose als Endprodukt der Dunkelreaktion. Der Zyklus wird durch die Regeneration des Ribulose-Bisphosphat unter Einsatz von ATP geschlossen und beginnt von vorne. Beep beep, so let's ride, let's ride. Let's ride. Let's ride. Let's ride. Sorglos tanken dank künstlicher Photosynthese. Ohne jegliche Probleme schnell und einfach tanken. Diese Wunschvorstellung vieler Autofahrer soll mit einer Wasserstofftankstelle in der eigenen Garage in Erfüllung gehen. Bei diesem Experiment, welches von einem Forschungsteam aus Deutschland und den USA geleitet wird, geht es nicht um das Autofahren, sondern darum, Sonnenenergie unbegrenzt zu speichern. Hierbei soll die Energie der Sonne eingefangen und Wasserstoff gewonnen werden. Dieser Wasserstoff wird in den Brennstoffzellen wiederum in Energie umgewandelt, um so den Motor antreiben zu können. Für diesen Versuch beschränkt sich das Forschungsteam statt auf natürliche Blätter auf künstliche. Diese künstlichen Blätter besitzen noch das Kernelement der natürlichen Blätter, die Halbleiter. Diese Halbleiter sind Festkörper, deren elektrische Leitfähigkeit mittig von den elektrischen Leitern und den Nichtleitern liegt. Das Licht wird mit Tandem-Solarzellen eingefangen. Diese Solarzellen sind in das künstliche Blatt eingebaut und können somit ein größeres Sonnenlichtspektrum einfangen. Die Forscher streben an, effizienter als die Natur zu sein, da sie nach einer Berechnung von einer Ausgangsleistung von 1000 Watt auf einen Quadratmeter ausgehen. So etwas leistet die Sonne in einem normalen Sonnentag. Bis die Zellen entsprechend ausgereift sind, planen die Forscher eine Zeitdauer von bis zu 10 Jahren ein. Diese Forschung hat den Vorteil, dass bei ihr kein Wasserstoff erzeugt wird, sondern CO2-Moleküle gebunden und in eine stabile chemische Verbindung umgewandelt werden. Beep, beep, so let's ride, let's ride. Thank you.